Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Und wir befinden uns jetzt endlich zu Hause und wollen mal die Powerrüstung ablegen. Wir konnten gestern, oder ich konnte gestern nicht spielen, weil die Feste entschlossen hat, hey, Zero ist gerade aufgewacht und muss in ein paar Stunden zur Arbeit. Wir sollten auf jeden Fall die Server überarbeiten. Ja, ein bisschen scheiße, aber naja, gut, so ist es halt bei Online-Spielen. So, seid ihr lebendig? Wieso leuchtet da eine? Habe ich da noch Munition? Oh, ich habe gar nichts hier am Start. Gegenstände, was habe ich denn hier? Müsste eigentlich klappen schon. Also auf jeden Fall ein Leuchtender dabei. Also. Guck mal, wie er sich freut. So, mal gucken, ob wir den Leuchten auch so leicht kriegen. Dann müsste er langsam auf uns aufmerksam werden, ja. Ah, da ist er. Ich gehe da mal hier hoch, da kann er sich nicht hochbuddeln. Kleiner Abschaum. Gut, wir wollten ein bisschen unser Inventar aufräumen und gucken, dass wir irgendwie vielleicht was Neues bauen können. Mal schauen. Truhe hatten wir ja hier. So, ich habe ein bisschen meine Kommentare durchgelesen, wer hätte es gedacht. Und zwar kann die Powerrüstung nicht geklaut werden, wenn sie hier drin ist. Lass ich sie hier stehen, so wie diese Powerrüstung hier, weil, sind wir mal ganz ehrlich, wir brauchen nur eine Powerrüstung. Lassen sie hier im Leuchten stehen, damit sie schön auffällig ist. Derjenige, der hier vorbeiläuft, darf sie sich gerne nehmen. Ich brauche sie nicht. Ich brauche nur den Fusionskern. So. Solange wir eh keine Rüstung haben, für die Powerrüstung, bin ich ganz ehrlich, brauchen wir es auch nicht. Also, ist ja Schwachsinn. Was wir aber brauchen, ist ein bisschen Runaway, ne? Das wäre vielleicht nicht schlecht. So. Truhe war ja hier unten, ne? Oh, wie schön die da leuchtet. Das sieht so aus, als wäre das eine legendäre Powerrüstung. Und dabei ist sie eigentlich voll scheiße. Bin gespannt, ob die geklaut wird. Rein theoretisch müsste sie ja in meinem Inventar landen, wenn ich mich auslogge. Das heißt, ich bin irgendwo am Arsch der Welt und kriege eine Powerrüstung in mein Inventar reingefetzt, das ich eigentlich nicht haben möchte. Oder wie sieht's aus? Naja. Ich nehme an, jetzt ist die Kiste überladen, oder? Nein, noch ist sie nicht überladen. Was? Powerrüstung zurückgerufen für 60 Sekunden? Was stand da gerade? Powerrüstung für 60 Sekunden? Scheiße. Was auch immer da passiert ist. Ich will es nicht wissen. So, was haben wir denn hier? Ein Granatwerfer, den bauen wir auseinander. Ich hab da ehrlich gesagt keinen Bock mehr drauf auf den Granatwerfer. Der ist kacke. So. Dann wollen wir mal an die Arbeit. Holz. Das Ding ist so cool, ich würde es eigentlich gerne behalten, aber es ist eigentlich kacke. Was habe ich jetzt dafür bekommen? Nix. Cool. Eis auf den Granatwerfer. So, du bist ja ab Stufe 50, ne? Du bist ab Stufe 20. Okay, ich verstehe. Es wird nach ein paar Sekunden zu mir ins Inventar gerufen. Deswegen war es ein bisschen verbuggt wahrscheinlich. Ja gut, dann. Brauche ich nicht. So, Waffen. Was haben wir denn hier so Schönes? Was kann weg? Kann irgendwas weg? Die Pumpgun hier vielleicht. Habe ich noch eine andere Schrotflinte? Das Maschinengewehr werde ich eh nicht nutzen. Sind wir doch mal ganz ehrlich. Den schon eher. Der ist aber Stufe 35. Das heißt, wir werden den definitiv einlagern. Doppelläufige Schrotflinte da. Ja, gut. Kampfschrotflinte ist natürlich ein bisschen besser vom Handling her, aber ich stehe halt auf Schaden. War schon immer so.
Hat keine Taschen. Okay. Wir werden noch ein bisschen Munition lagern, weil wir sonst zu viel schleppen wahrscheinlich. So, und ja, ich habe natürlich sehr spät erst gemerkt, also in der Folge sogar noch, dass wir die Todeskralle auch zähmen. Ich glaube nicht, dass es funktioniert, aber wir hätten halt hingehen können und uns mit ihr anfreunden können. Ja, aber da war er schon tot, also von daher. So, packen wir hier mal ein bisschen was rein. Hat hier noch irgendwas Gewicht? Nein. Bonusgewicht? Nein. Notizengewicht? Ja, wir haben natürlich die Schatzkarten, ne? Oh, Fallenstellerarmee. Okay, das ziehen wir uns gleich mal rein. So, Munition. Packen wir erstmal alles rein. Ich will gucken, wie viel ich wiege. Und wie viel überhaupt noch reinpasst in meine Truhe. Sehr viel wird es nicht sein. Ich muss auf jeden Fall irgendwie die Truhe aufräumen. Wir haben auf jeden Fall viele Fusionskerne. 250-prozentige. Okay. Die wiegt 6000. Okay, ich glaube 6. Okay, wir haben ganz viel Munition. Ein paar Mods. Das kann ich eigentlich alles mitnehmen. Nehmen wir erstmal hier den ganzen Schrott mit. Weil, dann werden wir sie erstmal in Schrott verwandeln. Weil momentan sind sie, glaube ich, noch Objekte, ne? Da Holz kann ich zum Beispiel, diese Holzreste, oder nicht Holzreste, sondern die Holzblöcke kann ich bestimmt zu Holz machen. Da sparen wir auch wahrscheinlich sehr, sehr viel Platz bei. Okay, wir haben auf jeden Fall eine Menge Schrott. Das wird auf jeden Fall der Großteil sein von dem, was wir hier drin haben. Kann ich nicht einfach den gesamten Schrott mitnehmen? Okay. So, jetzt sind wir natürlich dezent überladen, ne? Wissen wir alle. Aber wir gehen jetzt einfach hier hin. Gegenstände verwerten, gesamten Schrott. Zack. Verwerte Vorkriegsgeld? Ach ja, stimmt, da war was. Ja, wir brauchten sowas. So, und jetzt laden wir den Schrott wieder ein. Wir haben über... Ich hatte doch nicht gerade noch 300. Egal. Wir haben über 130 Schrott oder 124 Schrott quasi eingespart. Also nicht schlecht. Und dann können wir jetzt auch die restliche Munition reinpacken. Ich will auf jeden Fall gucken, wie wir ohne ja, jegliche Last quasi aussehen. Die Baupläne ziehen wir uns eh gleich rein. Wir haben kein Gewicht. Hier haben wir auch das ganze Gewicht weggenommen. Wackelpuppe. Die wiegen ja auch schon ziemlich viel, ne? So, das Essen können wir gerne behalten. Todeskrallenfleisch. Das verarbeite ich gleich, wenn es denn geht. Ich glaube eher nicht. Das vergammelt sonst. So. Okay, jetzt habe ich es doch auch aus Versehen reingetan. Dann packen wir das noch mit rein. Die Waffe, die wir uns aufsparen möchten. Dann haben wir richtig gutes Gewicht. So,
Wir brauchen auf jeden Fall Schrotmunition. 50 Ball, Zellen, obwohl, komm. Weg mit dir. Okay, 10 mm, 308 und so weiter und so fort. Okay. Wir brauchen an Munition 10 mm Patronen. Schrotpatronen, ah gut, vielleicht nicht so viele davon. Nehmen wir 100 mit. Dann brauchen wir... Haben wir kein... Oh Gott. Wir haben keine 308er Munition mehr. Hm. Das sieht echt nicht gut aus bei uns, muss ich sagen. Das ist so überhaupt gar nicht. Der Schrot haben wir jetzt mitgenommen. Was ist mit dem 50 Ball Munition? Davon hatten wir noch ganz, ganz viel. 5,56. Nehmen wir in 32. Das sind ja nicht die richtigen, ne? Da, Kaliber. Ah, das sieht echt nicht gut aus. Als was wir mehr als genug haben, sind Schrotflintenmunition. Hier 45er haben wir eine Menge. Habe ich eine 45er Waffe, die gut ist? Wahrscheinlich nicht. Ja, 35. Shit. Okay, wir müssen schnell Level 35 kommen. Oh, ich habe vergessen, Timer zu starten. Cool. Wann kommt endlich dieser Timer für OBS? Mann. Gut. Wir können uns also jetzt mal darauf festlegen, dass wir gar nichts haben, wo wir uns wirklich wehren können. Ja, fast. Nehmen wir erstmal die 10 mm. So, freunde dich mit einer Todeskralle an. War gerade ein unheimliches Geräusch. Erstmal ziehen wir uns das Wasser hier raus. Und dann trinken wir dieses Wasser. Und dann ziehen wir uns das Essen. Wieso leuchtet das da so? Ach so, ah, ich habe ihn zu Staub verwandelt. Ja gut, holen wir uns das Essen hier, machen daraus Essen und freuen uns dann Keks, dass wir wieder voll aufgeladen sind. Ach ja, das können wir uns auch hier gleich holen. Oh Mann, wieso machen die denn meine Pflanzen kaputt? Was bringt das denen? Okay. Dann wollen wir mal... Getränke brauche ich nicht. Fleisch. Leuchtendes Steak. Oh komm, was soll's. Das ist jetzt hier nicht wirklich lecker an, aber gut. So. Große Wackelpuppe. Also große Waffenwackelpuppe. Hunde in der Futterdose. Hunde in der Futterdose, ja. Ziehen wir uns alle, wir ziehen uns hier erstmal die kleinen Sachen rein. Kaugummi, dann werden wir nicht so schnell hungrig. Was bringst du mir? Essen, TP, Nahkampfschaden. Boah, Stärke. Ja gut, das sind zwei Dinge, die ich schon mal nicht brauche. Nicht schlecht. Ah, Gewürze, komm. Butterbeere. Das ist die kleinen Sachen, ne? Jetzt so ziemlich auf dem Dampf gehen. Okay, ich glaube, damit sind wir vorbereitet. Wir ziehen uns jetzt nochmal ganz kurz da die Baupläne rein. Rezept gebratene Hirschhaut. Weichschalen, mein Lack. Okay, die Moorschatzkarte. Ist das eine Brücke?
Ich glaube, das ist eine Brücke. Finden wir auf der Karte im Moor eine Brücke? Moor war doch hier, oder nicht? Also hier haben wir ja die Map bekommen. Hier in der Höhle. Ist das das Moor? Gibt es hier eine Brücke? Da ist eine Brücke. Da ist eventuell eine Brücke. Könnte auch eine Haltestelle sein. Ne, das hier ist das Moor. Wir haben im Moor diverse Brücken. Ich sehe 1, 2, 3, 3 Stück. Na gut. Wir gehen zurück zur Höhle und gucken, ob wir uns vielleicht 50 Kronkorken mit der Todeskralle anlegen können. Anfreunden können. Ich reise zuerst nach Vault 76. Eventuell könnte das vielleicht ein bisschen billiger sein. Ach, meine Ameisen kommen wieder raus. Zumindest eine. Es ist, seitdem sich die Königin in ihrem Bau verschanzt hat, also die Königin ist jetzt drin, kommen die Ameisen nicht raus. Die denken sich einfach, ja, wir haben Essen für ein Jahr, wieso sollten wir rauskommen? Kann ich verstehen. Die machen sich jetzt natürlich ein Jahr lang chilligen, bis die rauskommen. Oder zu groß werden. So. Gibt's hier noch irgendwas Besonderes? Zurück kann man nicht, ne? Wieso ist die Vault eigentlich geschlossen? Man weiß es nicht. So. Ist es billiger geworden? Oh. Dezent. Muss man durch. Leider, leider, leider. Und vielleicht ist die Todeskralle ja wieder da und dann können wir uns vielleicht anfreunden. Wer weiß. Ansonsten gehen wir zu den Brücken. Du stinkst. Toll, jetzt habe ich die Seuche. Ich will da nicht rein. Was war das für ein Geräusch? Ich hab dir nichts getan. Wieso greifst du mich an? Wann tust du so etwas? Ach, der hat den kleinen Furz da angegriffen, nicht mich, oder? Ja. Glaube ich zumindest. Nein, er hat mich angegriffen. Okay, kann ich dich töten? Ich bezweifle es stark. Lass mich in Ruhe. Bitte. Ich muss mich in irgendein Haus flüchten oder so. Warum ist der noch hier? Der war vor 2 Tagen war der hier. Ab in die Röhre. Ja, okay. Ja, verarsch mich ruhig. Willst du mich verarschen, Junge, oder was? Ist er weg? Okay, er ist da hinten. Aber was wollt ihr von mir? Beschützt er die Todeskralle? Sind das irgendwie beste Freunde oder so? Okay. Okay, ich sehe schon. Das Spiel ist ein bisschen laggy. Ich konnte keine Waffe auswählen. Jetzt geh doch mal weg. Ah,
Hätte ich Munition für irgendeine gute Waffe, ihr wärt tot gewesen. Das Schöne ist, jetzt müssen wir auch noch hier zur Todeskralle rein. Okay, netter Prank. Wir schleichen uns jetzt einfach in die Höhle. Was soll uns in der Höhle schon passieren, außer dass wir von der Todeskralle zerquetscht werden? Also, ich muss zur Todeskralle und A drücken. Ich weiß ja nicht, ob das funktioniert. Hauptsache, der Penner lässt mich in Ruhe. Da ist die. Oh, guck mal, wie er noch versucht zu fliegen. Das waren bestimmt seine Freunde. Unsichtbar. Oh. Das ist plötzlich hier so dunkel. Da wollte ich mich verrutschen. Wieso höre ich hier etwas? Alle Todeskralle. Wir sind Freunde. Es hat nicht funktioniert! Hey, Moment! Ich hätte nicht gedacht, dass sie das wirklich durchziehen. Um Gottes Willen, wir reden hier von einer Todeskralle. Ah, sie sind eingetroffen. Töten Sie das Biest oder lassen Sie es. Mir egal, solange ich mir keinen neuen Assistenten suchen muss. Alte Taktik, mein Freund. Falls das Typ, der oben mich nicht nerven will. Wenn ich den zielen könnte. So schön im Batz-Modus. So. Oh. Ah! Zweifel, dass ich den Scheiß hier überleben kann. Ja! Bring die Todeskralle um! Okay, der sieht schon ziemlich penetriert aus, muss man sagen, ne? Ach, die Todeskralle ist verbrannt jetzt. Ist sie jetzt noch schlimmer geworden? Ich werde hier all meine Sims verschwenden für den Sack. Ja! Ich will doch nur die Quest. Oh toll, du hast dir ein Stresstrauma eingefangen. Ist mir egal, ich zieh die Quest hier jetzt durch. So sieht's aus. Wenn er denn endlich mal nachladen würde. Ah. Das ist hier echt purer Stress. Wieso muss ich das nochmal durchstehen? Was habe ich getan? Dass ich das verdient habe. Okay, danke. Tschüss. Wieso? Sie ist doch tot! Wieso ist die Quest... Ah, okay. Hey, schön, dass Sie eine der fiesesten Kreaturen erledigt haben, die es gibt. Sie sind absolut irre, das überhaupt zu versuchen, aber das mag ich an Ihnen. Das ist wahrscheinlich ein guter Zeitpunkt, um Ihnen beizubringen, dass dort draußen nicht jeder Ihr Freund sein kann. Das sieht man an den Knallharten. Weiter im Programm. Die Blackwater-Banditen waren als gewiefte Diebe bekannt. Man glaubt es kaum, aber einmal haben sie in einem Lager der stählernen Bruderschaft zugeschlagen. Verrückt, oder? Sie schlichen sich direkt an den Wachen vorbei und stahlen ihnen Waffen, Munition, Mini-Atombomben und was weiß ich nicht alles.
man sich versah, zogen die Ritter mit eingezogenem Schwanz ab und wir hatten ein neues Arsenal. Tja, die Bruderschaft ist nicht mehr da, aber es gibt noch schwerbewaffnete Supermutanten. Bestehen Sie die? Schleichen Sie. Vielleicht müssen Sie nicht gegen alle kämpfen. Aber eigentlich geht es hier nur um Ihr Waffenversteck. Vielleicht ist was Gutes dabei, vielleicht auch nicht. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Kannst du mich mal? Soll ich Supermutanten beklauen? Ist er gelandet? Okay! Ich bin aber weg, ne? Verfolg mich doch nicht, bitte. Ist ein anderer Spieler, mit dem er sich anlegen kann? Nein. Aber ich gehe zu den anderen. Da. Ja! Nein! Bitte nicht. Ich werde mir Hilfe suchen für dich. Wenn du nicht verschwindest. Oh. Okay. Du irgendwie so ein Tapir oder so? Du leidest an deinem Stresstrauma, was du nicht sagst. Nicht nur im Spiel. Ich glaube, er hat mich in Ruhe gelassen, oder? Hey! Oh, ich hab die Munition. Mann, ich kann nicht mal so einen Typen auf dem Boden treffen. Blöde wilde Bude. Geh nicht. Unberechenbare. Okay. Der hat's also doch auf mich abgesehen. Ich dachte, der hat doch nur gechillt. Ja. Steck sie fest. So. Okay, wir sind die Brandbestie erstmal losgeworden. Eines Tages töte ich eine davon und dann tanze ich auf der Leiche. Okay. Wir wollten hier den Sumpf und die Brücken untersuchen. Ja, gehen wir einfach mal los. Gucken wir mal, was uns hier erwartet. Schlimmer als das, was wir gerade eben erlebt haben, kann das ja eigentlich nicht mehr werden, oder? Oder? Was bringt mir das Stresstrauma? 2 Stunden und 10 Minuten. Aktionspunkte sinken aufgrund von Wunden. Okay. Aber wir machen uns heute mal chilligen. Einfach nochmal auf Schatzsuche gehen, weil die letzte Schatzsuche war ja echt für den Arsch. Und nur eine Folge und ich in meiner Lebenszeit auch noch ein bisschen was verschwendet, nur um nichts zu finden. Ich hab bis heute diese Waldschatzkarte nicht gefunden. Das Moor ist gefährlich. Da muss ich glatt niesen. Ich finde es seltsam, dass einem hier die Schritte verfolgen. Ich weiß nicht, ob es am Server-Lag liegt, dass quasi die Schritte hinter dir nochmal aufploppen. Aber es ist echt ein bisschen eklig. Sieht mir nach Myalox aus, oder? Oh, wie cool. Das ist so ein schöner Blauton hier. Und buggy Bäume. Das sind doch normale Bäume. Ich glaube, die sind nicht geladen, oder? Sehr seltsam. So, wir steuern langsam auf die Brücken zu. Hatte ich nicht irgendeine Waffe, die gut war gegen Myalox? Ich glaube, die könnten wir hier gebrauchen. Falls ich sie noch habe. Der Zweifel ist irgendwie stark. Okay, erstmal zurück zur Straße.
Ich muss sagen, das Moor ist eigentlich ganz geil, nur es ist unübersichtlich. Also ich würde jetzt hier Feinde nicht sofort erkennen. Aber hören. Okay, es ist nur ein Frosch. Okay. Das Wasser sieht seltsam aus. Sehr seltsame Struktur. Komm, zurück auf die Straße. So, Mrs. Brücke. Heute wirst du ein bisschen beklaut. Ich denke mal, die Quest, ja, nur so momentan etwas zu stehlen, dürfte eigentlich nicht so schwer sein. Wir müssen uns wahrscheinlich anschleichen, oder? Brücke. Das könnte sie schon sein. So, ich glaube, das ist das, was man dann auf dem Bild sieht, ne? War jetzt nicht genau da, wo ich gedacht habe, ach, das ist die Brücke. Ansonsten gibt es, glaube ich, keine andere Brücken. Oder keine richtigen, keine Ahnung. Wir haben eine Brücke. Okay, mit Bäumen. Und Süden. Der Süden ist doch da. Wenn ich das Ganze so betrachte. Oh, Glühwürmchen. Doch, das ist die Stelle. Es ist haargenau die Stelle. Die muss hier irgendwo sein. Das muss die Stelle sein. Weil wir haben, wenn wir jetzt an diesem Baum vorbeigucken, da das Mountain Power irgendwas. Daneben sehe ich jetzt zwar keinen Turm, aber dahinter ist, glaube ich, ein Turm, ne? Ja. Und da steht Mountain. Eindeutig. Drei Bäume und ein Busch. Das ist das Mountain. Hier sind eine Menge Bäume. Und ein Busch. Also vom Winkel her müsste das hier irgendwo sein. Zumindest haben wir endlich mal eine Stelle gefunden. Ach, da ist der Tor. Ah, von der Seite aus. Okay. Na komm, gib mir bitte den Schatz. Ich will nur einen einzigen Schatz jemals in meinem Leben finden. Der Rest ist mir egal. Nee, hier ist die Position falsch. Also vom Winkel her würde ich fast schon behaupten, diese Bäume irgendwo. Ja, und da hinten ist auch Süden und... Was bist denn du? Ein Krebs, der...
mit einem Auto wohnt. Hi, wie geht's? Bin auf Schatzsuche und du? Willst mich nicht töten, sehr schön. Irgendwo muss der Schatz sein. Gib her mir! Wie erkenne ich jetzt einen Schatz? Ach nee, ist kein Busch, das ist ein anderer Baum. Okay, unter dem Ding muss ein Baum sein. Dürfte ja wohl der hier sein, ne? Das sind die drei Bäume. Ist ja nicht. Ja, ich sehe auch keinen. Wir haben am linken Baum einen Stein. Soll das der sein? Bäume sind auch nicht so weit entfernt, wie es da eigentlich steht. Ah, genau. Ich glaube, ich habe mal gelesen, dass das eine Truhe sein soll, die dann hier irgendwo rumsteht, ne? Also ein Baum müsste weit entfernt sein, während die anderen nicht so weit entfernt sind. Ja, Mr. Einsiedlerkrebs, ich weiß. Ist das jetzt der niedrige Baum? Ich sehe hier auch keinen Stein, es sei denn, das ist der Stein. Ist das eklig. Ja, dieses Areal ist offensichtlich nicht geladen. Nett. Aber ich krieg das nicht gebacken. Das könnte jeder einzelne Baum sein hier. Was? Okay. Der Stein kann sich ja während der Zeit bewegt haben. Bäume nicht. Und ich sehe auch diesen unteren Baum nicht. Also rein von der Theorie her muss da hinten, müssen wir ja in die Richtung gucken. Oder ist das der niedrige Baum? Süden müsste genau an dem Baum sein. Ja, das haben wir jetzt auch. Ich finde den nicht. Ich werde den im Leben nicht finden, diese Scheißtruhe. Oh, Schatzsuche ist so eine stressige, nervige Sache. Ich verstehe das nicht. Ja, ich würde glatt behaupten, Leute, ich werde jetzt hier noch ein bisschen weiter suchen. Wieder cool, Pirscher. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Hoffentlich mit Schatz. Haut rein. Ciao.